Um seiner Angebeteten den Beweis seiner Zuneigung und Tatkraft zu liefern, wird aus dem schlichten Straßenfotografen Luke ein rasender Reporter bei einer Filmwochenschau, eben der Kameramann. Viel Spaß bei diesem alten Schwarz-Weiß-Film. Das Schicksal Antonio Vivaldis, bekannt unter dem Namen Il Prete Rosso, in Anspielung auf seine Priesterweihe und sein rotes Haar, sein meteorhafter Aufstieg als Geigenvirtuose, sein finanzieller Ruin, verursacht durch seinen Gegenspieler, den autoritären Kardinal Ruffo, und sein ärmlicher Tod in Wien, sind die Hauptthemen des zweiten Teils der Dokumentation über den venezianischen Komponisten. Der BBC. Wir zeigen Ihnen heute Abend diesen Klassiker in der englischen Originalfassung. Eine Einführung gibt Helmut Karasek. Ich wünsche Ihnen einen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag. Des Broadways liebstes Kind ist nach wie vor das Musical. Heute entführen wir Sie in das zauberhafte Land des Wizard of Oz. Das Tor in diese Fantasie- und Traumwelt öffnet Ihnen Judy Garland. An die russische Ballerina Natalia Makarova als Interpretin des weißen und schwarzen Schwans in Schwanensee erinnern. Jetzt zeigen wir Ihnen Makarovas eigene Inszenierung des Schwanensee in einer beispielhaften Studioverfilmung vom deutschen Dänen Thomas Grimm, in der diesmal die große kanadische Ballerina Evelyn Hart den weißen und den schwarzen Schwan tanzt und damit natürlich auch die 32 ebenso umjubelten wie gefürchteten Fouettés. Das sind schnelle Drehungen auf einem Bein des schwarzen Schwans im dritten Akt. Verzauberung, Verführung und Liebe bestimmen dieses von Tschaikowskis leidenschaftlicher Musik getragenen Balletts. Über dessen Geschehen wir vorab einen kurzen Überblick geben. Vor 10 Jahren zuerst in den Kinos zu sehen war. Er heißt Hitler, eine Karriere und stammt von Joachim Fest, dem Autor einer umfassenden Hitler-Biografie, und Christian Herrendorfer. Auch vor der Sendung heute Abend glaubten einige Zeitungen und auch Zuschauer, uns vor der Ausstrahlung warnen zu müssen, weil dieser Film nur einen Teilaspekt des Dritten Reiches behandelt. Genauer gesagt, er behandelt nur die Person Adolf Hitlers und untersucht die Frage, auf welche Weise dieser Mann die Deutschen von damals so faszinieren konnte, dass sie ihm in Krieg, Völkermord und Niederlage folgten. Wenn wir Ihnen den Film trotz der Warnungen zeigen, so vornehmlich aus 2 Gründen. Einmal beschäftigt sich das erste deutsche Fernsehen in vielen Sendungen mit dem Dritten Reich und jede Sendung kann immer nur einzelne Aspekte behandeln. Allein in den letzten Monaten waren unter anderem eine Dokumentation über Auschwitz und eine mehrteilige Spielfilmserie über die Verstrickung deutscher Industriekonzerne in die Verbrechen des Dritten Reiches bei uns im Programm. Zum anderen aber sind wir der Meinung, dass der Film von Fest und Herrendorfer ein wichtiger Beitrag zu der Frage ist, die sich vor 4 Jahrzehnten eine ganze Generation stellte. Wie konnte es geschehen? Wegen der Missverständnisse, die es bei der Erstaufführung vor 10 Jahren gegeben hat, haben die beiden Autoren ihre Absicht zu Anfang des Films noch einmal deutlich gemacht. Freuen sich in Amerika großer Beliebtheit und bedeutende Musical-Schöpfer haben sich dieses Genres angenommen. Wir bringen heute die Hollywood-Verfilmung der erfolgreichen Märchengeschichte Brigadoon in großer Starbesetzung und ich wünsche Ihnen dazu recht gute Unterhaltung. Verspricht Marika Röck heute Abend als Gesprächspartnerin von Joachim Fuchsberger. Ich bin sicher, Sie werden sich gut unterhalten. Liebe Zuschauer, die heutige musikalische Vorlesung Leonard Bernsteins trägt den Titel Die Krise des 20. Jahrhunderts und führt uns zunächst in das Jahr 1908, in dem Maurice Ravel seine spanische Rhapsodie komponierte. Damals herrschte noch der ungebrochene Glaube an die Tonalität vor, konnten Werke wie Puccinis Opern und Stravinskys Feuervogel entstehen. Aber der Schein trügt. Die tonalen Festungen beginnen bereits zu wanken. Bernstein, der nicht nur ein musikalischer, sondern darüber hinaus ein verblüffend universell gebildeter Künstler ist, zeichnet mit wenigen farbigen Strichen ein Bild des 20. Jahrhunderts und seiner Gefährdungen. Er stellt Beziehungen her, spannt den Bogen von Shakespeare zu Schopenhauer, von den Psalmen zu Joyce, zitiert Pound und Stendhal, verweist auf Delacroix und Picasso und analysiert den Einfluss von Freud und Marx. Im Zentrum seiner musikalischen Betrachtungen stehen Mahler und die Zweite Wiener Schule.
Das demonstriert der folgende in schwarz-weiß gedrehte amerikanische Lustspielfilm aus dem Jahre 1950. In den Hauptrollen Spencer Tracy als Vater und die damals 18-jährige Elizabeth Taylor als heiratswillige Tochter. Die Fortsetzung der Geschichte. Der durch die Hochzeitsfeier seiner reizenden Tochter schwer geprüfte Vater, gespielt von Spencer Tracy, hat sich darauf eingerichtet, dass es nun in seinem Hause ruhiger sein wird. Aber das ist ein großer Irrtum. Wir bringen jetzt den heiteren amerikanischen Spielfilm Ein Geschenk des Himmels von Vincente Minnelli, eine Schwarz-Weiß-Produktion aus dem Jahre 1951. Ein nach Weltherrschaft strebender genialer Verbrecher, liebe Zuschauer, kontrolliert ein Luxushotel durch geheime Fernsehaugen. Sollte sich hinter diesem fantastischen technischen Apparat etwa der geistesgestörte Arzt Dr. Mabuse verbergen? Gerd Fröbe in der Rolle des Kriminalkommissars Kras versucht, dieses ominöse Netzwerk aufzudecken. Die tausend Augen des Dr. Mabuse. Mit dem Film aus dem Jahre 1960 knüpft Fritz Lang an Dr. Mabuse, den Spieler, und das Testament des Dr. Mabuse an. Am vergangenen Mittwoch wäre der große deutsche Regisseur 100 Jahre alt geworden. Wer vom Krieg leben will, muss ihm auch was geben, sagt Brecht in diesem klassischen Antikriegsstück. Anna Vierling, so heißt die Mutter Courage, verdient als Marketenderin am Krieg. Sie verliert aber auch ihr höchstes Gut, ihre drei Kinder, durch den Krieg und seine gnadenlosen Gesetze. Mit ihrer Unbelehrbarkeit macht sie sich am Tod ihrer Kinder mitschuldig. Und diese Unbelehrbarkeit steht für die gesamte Menschheit.